Also das heißt, die wir jetzt spielen, die habe ich eigentlich vor 98, 99 so rum schon gespielt gehabt und bestanden, wie gesagt, damals halt, aber halt nicht heute. So, wie schaut es mit den Stoffen aus? Ja, genau, die Stoffe. Die machen mir ein bisschen Sorge. Die machen mir ein bisschen Sorgen. Die Stoffe. Das heißt, eigentlich muss ich noch eine Schaffarm und noch eine Schneiderei bauen. Und wenn ich noch eine Schaffarm und eine Schneiderei baue, dann muss ich eigentlich zwei Schaffarmen bauen. So. Und dann machen wir das. Das heißt, der Wald kann weg. So, und die Frage ist, ob ich die Holzfäller da hinten nicht umbaue. Weil so, wie die gerade am Rumlümmeln sind, das ist unglaublich. So, dann würde ich da nicht die Städteliste, auch nicht die Schiffsliste. Was wollte ich? Ich wollte zum Baumenü, genau. Ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert. So, wo setze ich die Schafe denn hin eigentlich? Ach komm, das machen wir wirklich. Ihr versucht Platz optimiert. Und dann würde ich doch hier mal sagen, Handwerkskammer, Weberitis. Tja, dann war das jetzt natürlich doof, wie ich das gerade gemacht habe. Aber es geht noch. So, dann kann ich nämlich hier den Kai nehmen. Die alte Sau. So, und dann bauen wir da eine Straße. Oh, einen Platz können wir eigentlich auch gleich machen. Bam. Genau. So, der ist ein bisschen... Ja gut, den hätte ich ein bisschen rüberbauen können. Aber ganz ehrlich, auf dieses eine Feld kommt es nicht an. So, damit sollten wir dann früher oder später unser Stoffproblem in den Griff bekommen. Eher später als früher, aber immerhin. So. Ja, ja, ja. Ich kann jetzt erstmal schlafen. So. Gut, wir warten einfach mal gemütlich ab, bevor ich mir überlege. Das ist immer das Problem bei mir, wenn ich Städte übernehme, dann weiß ich erstmal nicht, was ich als nächstes tue, weil ich krieg quasi irgendwas vorgesetzt, wo ich mir noch Gedanken drüber machen muss, welche Strategie ich da überhaupt fahre oder wie ich vorgehe. Und wenn ich quasi selber von null anfange, das kann man vielleicht im Anschluss mal machen, dass wir wirklich ein Endlosspiel starten. Nicht, dass wir das dann wirklich endlos spielen, aber halt immer mal wieder so vielleicht ein bisschen. Aber ich meine, auf der anderen Seite habe ich das bei Mindtest damals auch gesagt. Bei Morrowind wollte ich das auch eigentlich machen. Ich habe einfach... Wie sagt man das? Ich nehme mir zu viel vor. Das ist meistens ungesund. Das sollte man nicht tun. So. Aber wie gesagt, wir machen das jetzt ganz gemütlich alles. Genau, die Gewürze sind im Keller.
Das heißt, die Leute hier wollen eigentlich wieder Gewürze. Das ist mir aber gerade eigentlich egal. So, wir haben da eine Tonne Gewürze. Lebensmittel könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Komm. Die sammeln wir auch ein, die Lebensmittel. Ach nein, Depp. Lebensmittel einladen. Die will ich natürlich ausladen. Und die Gewürze hier. Zack. Hier Lebensmittel ausladen. Genau. So rum war der Plan. Ja, schön. So, also, dann schauen wir doch mal wieder. Ach ja. Jetzt müsste ich dich anschmeißen können. Genau, jetzt müsstest du dich auf den Weg begeben. Und die Sache mit den Stoffen ist immer noch grenzwertig. So, also wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal unseren Warenbestand stabilisieren. Dazu gehören die Lebensmittel. Ach, schon wieder Piraten. Piraten! Die Piraten. Da würde ich doch mal kurz speichern. Monopol ist rum. Ach komm, machen wir mal hier. Ich glaube, Kooperation heißt das, ne? Operation. Kooperationes. Gesichert. So. Da haben wir mit dem mal angefangen. Ich hoffe, wir werden nicht abgeknallt. So. Waren laden können wir immer noch. Bam. Wunderbar. Schön. Ich hoffe, wir fahren einfach friedlich an dem vorbei und der ärgert uns nicht. Ja, der sieht mir friedlich aus. Ist ein friedlicher Pirat. Yummy, yummy, yummy. Pom 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 pom. So. Wie gesagt, wir wollen ja langsam wachsen. Wir haben schon ein vorgegebenes Dorf. Wir wollen langsam wachsen. Und wir wollen da mal ein bisschen schauen, dass wir gemütlich Sachen auf die Kette kriegen. Ganz gemütlich machen wir das alles. Dann schauen wir mal. Wo ist denn das Piratenschiff jetzt denn eigentlich? Ist das noch eigentlich irgendwo in der Gegend? Ja, ist es. Aber es ist an mir vorbeigedüst. Ha, perfekt. So, wie gesagt, was wir eben jetzt machen ist, wir schauen mal gemütlich, dass wir unseren Bestand aufbauen. Stoffe wachsen. Das ist gut. Die Lebensmittel wachsen. Die Gewürze. Boah. Die würde ich eigentlich den Verkaufswert würde ich ein bisschen auf höher schrauben wollen. Sagen wir mal so auf 50. Ne? Einkaufen tun wir gerade nichts. Haben wir schon Bergwerk? Ja, wir haben schon eine Erzmine. Ich würde jetzt allerdings noch nicht versuchen wollen, eine Erzmine zu bauen. Wobei wir das eigentlich schon machen könnten. So, ich würde mal mein Schiff verfolgen wollen. Einfach mal, um zu schauen, wie das mit den Piraten ausschaut. Gut eigentlich. Ja.
Sie sind derzeit nicht präsent, die Piraten. Das dreckige Gesindel. Trägt es keine Windel. So, ich bin eigentlich fast am Überlegen, ob ich hier die Straße nicht abreiße. Und hier reinlaufe. Könnte ich ein Feld sparen, aber... Auf der anderen Seite, sie arbeiten gerade genüsslich, deswegen... Bin ich am Überlegen, ob ich das nicht so lasse. Die Steine kommen wieder. Aber wir können hier eigentlich mal sagen... So, da sind immer noch Piraten. Wie schaut's denn mit Verkaufserlösen aus? Es geht schon so irgendwie. Gut, also wie gesagt, was ich jetzt momentan machen will, bevor ich mich jetzt in übertriebene... Wir können Lebensmittel verkaufen übrigens. Lebensmittel, und zwar bis 50 Tonnen. Na komm. Sage mal. So. Gut. Was kann ich noch verkaufen? Eigentlich will ich gar nicht so viel verkaufen. Holz können wir verkaufen. Bis 70 Tonnen. So, eigentlich will ich gar nicht so viel verkaufen, weil ich ja eigentlich das Zeug schon noch für mich behalten will. Weil ich ja momentan einfach Warenbestand aufbauen möchte, damit ich auch lustig, damit ich dann später vor allem auch lustig bauen kann. Da, 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 da. Da ist der Konto natürlich an einer super Stelle. Ich hätte ihn irgendwie hier hingebaut, damit die Insel mehr belegt ist. Damit die anderen gar nicht auf die Idee kommen, da auf dieser Insel noch zu siedeln. So, zumindest mein Plan. Aber okay. Wer bin ich, darüber zu urteilen, was die anderen mir für eine bescheuerte Kolonie gegeben haben? So, was kann ich auf der Insel eigentlich bauen? Gewürze eigentlich. Eigentlich kann ich auf der Insel hier wirklich nur Gewürze bauen. Das können wir eigentlich schon fast machen, oder? Also in der Theorie können wir hier schon mal sagen... Patsch. Und Patsch. Dann könnten wir theoretisch hier so... Na toll. Okay, also Dämlichkeit, sondern gleichen. Das hat jetzt Geld und Ressourcen gekostet, unnötigerweise. So, was ich wollte, war, könnten in der Theorie jetzt hier sagen, so, wo, hier. In der Theorie könnten wir jetzt hier sagen, da. Genau. In der Theorie könnten wir jetzt hier sagen, Gewürze. Gewürze. Oder wir kommen von der Seite sogar. Gewürze. Also in der Theorie können wir hier schon Gewürze anbauen. Das wäre ja die Linie. Oh.
ist das Spiel schon wieder abgeschmiert. Jammer, schade. Naja, ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesitzung wieder. Bis dahin, Cheerio mit O und So.